Wer seid ihr? Ja, danke, Jesse. Wir finden es absolut genial, deine besten Freunde zu sein. Nicht wahr, Axel? Ja, absolut. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Einfach unglaublich. Ja, furchterregend. Was ist los, Binter? Der Admin. Er ist dort. Steht genau vor mir. All das Leid, was er verursacht hat, wie er Fred getötet hat, mein Volk in Trauer und Verzweiflung gestürzt hat. Er ist so nah. Ich könnte einfach auf die Bühne stürzen und umgehend Gerechtigkeit ausüben. Einfach hier rumstehen. Ihn lachen sehen. Das macht es noch unerträglicher. Es wäre sinnlos. Es gibt nur wenige Waffen, die ihm im Moment überhaupt etwas anhaben können. Unsere einzige Hoffnung besteht darin, das Passwort in den Turm zu bringen. Du hast recht. Ihn jetzt anzugreifen wäre unser Untergang. Und als Jesse, euer Jesse, bin ich froh, an die Arbeit. Dann wollen wir doch mal. Natürlich hattet ihr keine Wahl. Aber ich fühle, dass ihr alle ohnehin gekommen wären. Hier darf niemand sein, außer... Pyrotechniker-Gewerkschaft, hä? Na dann wieder rein mit euch. Danke auch. Jetzt können wir uns ja um unsere Aufgaben kümmern, für die wir so qualifiziert sind. Ich suche einen Eimer und melde mich wieder. Viel Erfolg. Ich hoffe, du bekommst es hin. Müssen wir ja irgendwie. Es gibt kein Feuerwerk, nur Zeug. Komm schon. Wer bitte plant so eine Veranstaltung ohne Feuerwerk? Das ist doch wie ein Geburtstag ohne... Warum kann es nicht einmal einfach sein? Bitte. Wann war es denn je einfach? Einfach oder nicht. Ich sehe, dass wir noch immer kein Feuerwerk haben. Dann müssen wir halt welches bauen. Ich schätze, dann müssen wir eben welches basteln. Hier muss es genug Material geben, um etwas Papier herzustellen. Dann brauchen wir nur noch Schießpulver. Und ein Feuerwerkseffekt würde für das nötige Aufsehen sorgen. Wir beobachten die Ausgänge und Bühne weiter. Okay, nehmen wir doch mal Feuerwerkssterne. Können wir die schon nehmen? Gut, sieht so aus, als hätten die Leute der Pyrotechniker-Gewerkschaft die Feuerwerkskracher schon abgelegt. Welche soll ich mir holen? Komm, wir nehmen den blauen. Das hier sollte in einer blauen Sternenform explodieren. Sehr cool. Können wir nicht alle nehmen? Nee, schade. So, dann brauchen wir noch Zuckerrohr. Oh, Zuckerrohr. Was haben wir denn hier drin? Erstmal mit Petra reden. Hey! Hörst du das, du Depp? Das beweist, dass ich das Großartigste bin, was euch je im Leben widerfahren ist. Schauen wir uns mal den mathematischen Beleg an. Was für ein selbstverliebtes... Nur noch ein bisschen. Ja, wir kriegen Beacon Town zurück. Ich spüre es. Okay, haben wir noch andere Kisten? Ja, wir haben noch andere. Ein Exemplar von Lukas Buch. Der Besitzer der Truhe muss ein Fan sein. Wer weiß, was uns alles hilft. So, hier haben wir keine Truhen mehr, die wir looten können. Hier haben wir Wasser, dazu bräuchten wir aber Eisen. Mal mit Jack reden. Wie läuft es denn mit dem Feuerwerk? Ach, es läuft. Dieser Ort ist nur etwas chaotisch.
Sei wie das edle Licht der Wahrheit und scheine durch das Dunkel des Chaos. Erst dann wirst du die Schatten vertreiben und dein Ziel erfahren. Ja, ich arbeite daran. Das höre ich gerne, Freund. Ich halte weiterhin die Augen offen. Okay, da haben wir Wasser, aber das bringt uns nichts. Anstupsen. Hoffentlich ist das nicht bescheuert. Schießpulver, perfekt. Okay, Wasser können wir uns noch ansehen, aber wir haben keinen Eimer. Das hier ist der perfekte Ort, um den Eimer aufzufüllen, sobald ich ihn habe. Problem ist, wir haben weder Eisen noch sonst irgendwas. Ohne Eisen können wir uns keinen Eimer craften. Gut, Zeit fürs Bauen. Dann machen wir doch erstmal hier das hier. Ich hoffe, ich bin richtig, oder? Ja, Papier. Muss ich das jetzt echt tauschen? Okay, wir können aber bloß eine Rakete herstellen. Das ist mal ein Feuerwerk. Genial. Jetzt müssen wir nur... Hey, Glenn, ich... Moment. Du bist nicht Glenn. Und du bist nicht du... Das war knapp. Das war gut. Richtig, richtig gut. Vielleicht können wir dem Admin nichts anhaben, aber wir können seine Schläger ausschalten. Wir sind zu weit gekommen, um uns noch zu hinterfragen. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich uns jemand in den Weg stellt. Du darfst deine Wut nicht an dieser einen Wache auslassen. Er hat nur seine Arbeit gemacht. Ja, theoretisch hast du recht. Aber sein Job sollte nicht sein, uns mit dem Schwert zu prügeln. Ha! Gar nicht mal so übel. Ja, ich glaube, wir haben Binta zu einer Kämpferin gemacht. Hast du den Eimer? Hier. Viel Glück da oben. Ich werde sehen, wie es meinen Leuten geht. Du bist hier immer gern gesehen, wenn das alles vorbei ist. Danke, Jesse. Für alles. Hoffentlich klappt das jetzt auch. Alles fest verzurrt, das Feuerwerk ist bereit. Oh nein! Jesse! Hey, Jesse! Ja, Jesse! Wir wollten dir sagen, wie großartig es ist, deine besten Freunde zu sein. Okay, dann mal los. Jetzt muss ich nur noch... Oh, perfekt. Genau, was ich gebraucht habe. Ha! Zu langsam, du Trottel. Komm schon her, du Gorilla. Oh-oh. So, der fällt runter. Puh, das war knapp. Okay, Zeit, die anderen zu holen. Dann wollen wir mal. Ich hoffe, das verläuft alles reibungslos. Mal
Wann war ich froh, diesen Wasserfall zu sehen? Ja, wir waren da unten ziemlich nervös. Tut mir leid, das Begrüßungskomitee war etwas streng. Kommt, gehen wir rein. Okay. Ich bin nicht die Einzige, die diese ganze Stille ziemlich schräg findet, oder? Dieser Ort ist tot. Ist auf jeden Fall eigenartig. Aber ich kann mir vorstellen, dass du erleichtert bist, dass du jetzt etwas Ruhe hast, oder? Na, ich glaube eher, dass da Fallen drin sind. Ich hatte irgendwie einen riesigen Bosskampf oder sowas in der Art erwartet, als wir hier angekommen sind. Ja, die mag der Admin. Aber... nichts. Lasst euch nicht täuschen, Leute. Wenn es so still bei dem Versuch ist, dem Admin seine Kräfte zu nehmen, dann muss es eine Falle sein. Naja, im Moment ist noch nichts von einer Falle zu sehen, aber ich werde die Augen aufhalten. Da kommt auf jeden Fall noch was. Das ist garantiert. Die Frage ist, wer kommt da? Seht mal, wer da ist! Komm raus zum Spielen! Hey Leute, was läuft so? Haltet euch zurück, Ozelots! Lukas! Scheint, als hätte sich das Blatt endlich gewendet, was, Jesse? Wir können nicht zulassen, dass du so weitermachst. Das reicht. Ups, tut mir leid. Oh Mann, ich bin so froh, euch zu sehen. Unglaublich, wie lange das schon her ist. Wovon redest du da? Wir haben uns doch erst letztens unterhalten. Weißt du nicht mehr? Deine ganze Ansprache, dass ich mich verkrümeln soll, wenn ich nicht hinter der Sache stehe? Wartet mal, Leute! Nein! Jetzt reden wir. Und nicht du. Ich habe die Ozelots wieder ins Leben gerufen, weil ich alle daran erinnern wollte, wie es früher war. Vor allem dich. Aber... denn der Jesse, den ich kenne, würde nicht nach Macht gieren und wahllos Leute einsperren. Lukas! Also ja, ich habe deine Gefangenen befreit. Was wirst du jetzt machen? Ja, und wir wollen auch nicht, dass du dich über unsere Bauten lustig machst. Das war nicht ich, der euch alle eingesperrt hat. Das war der Admin. Moment. Was? Du hast doch gesagt, dass du den Admin besiegt hast. Alles, was ich euch gesagt habe, seit ich vom Eispalast zurück bin, war eine Lüge. Der Admin hat mich in einem Gefängnis unter der Erde eingesperrt und meine Identität angenommen. Dann kam er hierher und tat so, als wäre er ich. Nein. Woher sollen wir wissen, dass das kein Trick ist? Weil du uns kennst. Das ist kein Trick, mein Freund. Und es ist auch nicht zum ersten Mal passiert. Er hat das Gleiche mit meinem Freund Voss gemacht. Ja, das haben wir gesehen. Ist das wirklich all diese schrecklichen Sachen, die du getan hast? Das warst nicht wirklich du? Okay. Ja. Du bist es. So, nachdem wir das jetzt geklärt hätten, was um alles in der Welt machen wir jetzt? Moment, warum bist du überhaupt hier? Wir versuchen etwas zu erreichen, das das Terminal genannt wird. Wir haben auch ein Passwort. Kartoffel! Mit dem man dem Admin scheinbar für immer seine Kräfte nehmen kann. Das war mir alles ein bisschen zu hoch. Vor allem der Teil mit der Kartoffel. Aber ich bin gespannt. Geht ihr mal vor. Die neuen Ozelots halten euch den Rücken frei. Dann sind wir wieder alle vereint. Na, sieh sich das mal einer an. Romeo scheint Jesse Andenken zu sammeln. Ich weiß, wir haben nicht viel Zeit. Aber es wäre vielleicht klüger, was Passendes anzuziehen. Du hast recht. So, die Frage ist, welches ziehen wir an? Unsere alte, oder? Der Enderverteidiger. Enderverteidiger, ich wähle dich. Jetzt die kennen siehst wir, du ja? aus, als wärst du bereit für einen Showdown. Du hast recht. Oh, danke, Leute. Es ist Zeit, das zu Ende zu bringen.
Ocelot! Okay.